Coronavirus is sweeping the nation, but not only the nation, also our shelves. With every basic necessity on planet Earth being on back order, it has caused literally everyone to lose their minds. The coronavirus transmission is mainly caused by people touching a surface that has been contaminated and then touching their eyes, mouth, or ears. Medical professionals have demanded that everyone washes their hands after coming into contact with anything outside of their homes. The CDC says that the proper way to measure the right amount of time you've washed your hands is by saying the alphabet out loud, then saying it backwards, then saying it forwards again, then counting to 107,996,832, then reciting all of Shakespeare's Romeo and Juliet in Spanish. Then es gibt weder Klopapier noch Zahnbürsten, Zahnpasta, Getränke, gar nichts. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch überbleibt, ist ein Gaming-Setup. Oh ja. Tag 4944 in der Quarantäne und jetzt geht's los. Wir bauen uns da ein komplettes Gaming-Setup auf. Wir haben jetzt da alles, was wir brauchen. Super geil. Einen Computer, noch einen Computer dahinter für die Amanda. Dann haben wir hier Elgato Stream Deck XL. Zwei Mäuse, dann 400 Keylights, zwei Mikrofone, noch Keyboards, dann 14 verschiedene, Monitore und dann da Multimounts. Es fehlen noch einige Sachen, am Montag kommt der Rest an, aber ich habe nicht mehr warten können. Wir warten jetzt schon seit, weiß ich nicht, 2-3 Wochen auf unseren Gaming-Desk. Der ist aber noch nicht angekommen, das heißt, wir haben jetzt einmal einen vorübergehenden Tisch, der ist halt natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber es nutzt, das heißt, was heute ansteht, ist folgendes: Ich will jetzt den kompletten Tisch mit dem Equipment aufbauen. Dann werde ich versuchen, sofort alles runterzuladen, die ganzen Games runterzuladen und wir werden spielen TFT, League of Legends, Call of Duty, Valorant, I think that's what it's called, Valorant, genau, das spielen wir noch. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich einmal alles aufbauen kann, alles aufmachen kann, aber ich will euch das jetzt ersparen, dass ihr da mir jetzt 2 Stunden zuschaut beim Aufbauen. Ich zeige euch das, wenn es fertig ist. Es wird dann wahrscheinlich schon dunkel sein, aber ich hoffe, dass alles live ausschaut und dann geht's los. Step 1, der Tisch ist schon halb aufgebaut. Fehlen noch ein paar Schrauben da. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der endgültige Tisch, das ist jetzt einfach nur mal vorübergehend. Aber mit der geilsten Aussicht auf der ganzen Welt. Da zocken jetzt und dann einfach mal da rausschauen. Übrigens, es fängt jetzt ganz am Regnen. Ja, geil, ich glaube da drüben regnet es schon. Der Tisch steht und jetzt kommt Unboxing mit Johannes. Ich habe da ein HyperX, eine Tastatur und das ist immer das Highlight, finde ich. Wenn du das da rausnimmst und dann erste Mal drauf drückst. Ja, geil. Zweimal. Das Herz von dem kompletten Setup. Ein richtig geiler, also so einen geilen Computer habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Lass jetzt mal an, wie geil das ist. Oh yeah. Das Stream Deck freue ich mich jetzt schon am allermeisten, muss ich sagen. Es wird zwar sicher ein bisschen schwierig werden, das zum Einrichten, nehme ich mir an, aber allein jetzt da schon mal zu sehen, dass man da alles drauf dingseln kann. Das ist ein Knopfdruck und boing, es ist da boing, boing, boing. Love it. So step by step we're getting there. So my idea is that I'll be playing here. So here's gonna be the desktop and then over here is gonna be the stream with the Stream Deck. Oh mein Gott, ich habe gerade auf Englisch geredet. Was ist denn da los? Übrigens, ich habe mir das T-Shirt ausziehen müssen, weil es mir heiß geworden ist. Aber nochmal, also was ich mir vorgestellt habe, ist, ich habe es eh verstanden. Oh ja, und da ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Hallo! Willkommen in der Familie. Wie geil, Alter. Ah, wie ihr sehen könnt, es ist schon finster draußen. Oh. Los geht's. Oh, mega geil. Die Farben allein, Alter. Das ist ein richtiges Biest. Ich bin extrem happy. Es ist noch nicht alles fertig, aber es wird immer dunkler. Ich versuche jetzt alles noch aufzubauen und dann wir vielleicht cutten und dann morgen, wenn alles fertig ist, nochmal, wenn Licht drinnen ist, nochmal alles durchgehen und euch zeigen, was wir jetzt da haben. Also bis morgen. Also,
Wir haben jetzt, ich gehe da mal zurück, ich glaube, das ist besser. So viel Platz haben wir da nicht drinnen, aber so schaut das jetzt momentan aus. Da steht noch der zweite Computer. Wie gesagt, wir warten auf den zweiten Tisch, aber zweiter Computer. Das Stream Deck ist noch nicht angesteckt, weil ich noch keine Zeit gehabt habe, dass ich das jetzt alles installiere und mal anschaue. Aber so schaut das einmal aus. Mikrofon von HyperX. Wir haben dann noch Keyboard von HyperX, eine Maus von HyperX, ja, zwei Monitore, eine Logitech Kamera und wie immer die geile Aussicht von Elgato. Haben wir da noch ein 4 eigentlich, wir haben aber jetzt nur 2, 1 aufgebaut, wir haben 2 noch da stehen. Die kommen dann beim großen Tisch auf die Seite. Let's play! You're ready for your first live stream. Yeah. Und die Pulsefire Raid HyperX Maus, dann wie gesagt 4 Keylights, alles aufgebaut schon mit OBS und so weiter. Am Ende wird jetzt dann Sims streamen. Von NZXT haben wir den Computer und von da muss ich wirklich, da muss ich echt sagen, ich habe noch nie so einen geilen, richtig geilen Computer gehabt, nicht einmal. Also er schaut halt einmal schon mächtig aus und was halt drinnen ist... Ist extrem schnell. Ich habe gestern angefangen ein Video zu schneiden und normalerweise sitze ich in dieser Position am Computer. Da erstens einmal wieder gerade sitzen, was angenehm ist und dann wie schnell der Computer alles macht. Die Transitions, Effekte und so weiter und so fort. Also ich bin extrem happy. Es kommt noch ein geiler Tisch dazu und aufräumen muss ich da auch noch ein bisschen. Aber... Geil! Ich vorbeischauen wollt auf Twitch, ich heiße momentan Body by Bartle auf Twitch. Kommt vorbei, schaut sich das an, wir werden wahrscheinlich... Ja, ich habe gestern einmal Valorant gespielt, fühlt sich an wie Counter-Strike, aber ich bin noch nicht gut, weil ich schon so lange nicht mehr gespielt habe, deswegen jetzt mein Aim ist Katastrophe. Ich habe nämlich einmal schon auf diesen Community-Tab gefragt, Englisch-Deutsch, Weltherrschaft, Vlogs und so weiter und so fort, Comedy und das meiste, ich glaube 60%, knapp 60% haben gesagt deutschen Content. Freue mich sehr drüber, dann werden wir das auch machen. Und ja, jetzt muss ich nur wissen, was ihr sehen wollt im deutschen Content. I'm getting ready for streaming. I got the streaming up top and the at-home quarantine below. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ja, geil.